Komplexe Zahlen kann man auch subtrahieren. Wir können uns wieder zwei komplexe Zahlen nehmen. Z1 soll sein 3 plus 2i und Z2 soll sein 1 minus i. Und ausgerechnet werden soll Z1 minus Z2. Ja, und das funktioniert ebenfalls recht intuitiv. Z1 ist nichts anderes als 3 plus 2i. Und jetzt muss ich das gesamte Z2 davon abziehen. Das heißt, ich mache ein Minuszeichen und wichtig, eine Klammer. Und in die Klammer wird die zweite komplexe Zahl hineingeschrieben. Dieses Minuszeichen wirkt auf die gesamte Klammer, denn man will ja auch die gesamte komplexe Zahl von der ersten abziehen. Ja, erster Schritt wäre, die Klammer aufzulösen. 3 plus 2i minus 1 und hier minus minus plus i. Und jetzt kann ich es wieder zusammenrechnen und kann feststellen, 3 minus 1 ist 2 und 2i plus i sind 3i. Auch hier kann man sich fragen, wie sieht das eigentlich geometrisch aus in der gaußschen Zahlenebene? Hier wieder der Realteil der komplexen Zahl und hier der Imaginärteil der komplexen Zahl. Ich nehme die erste Zahl, 1, 2, 3 plus 2i, i, 2i, 1, 2, 3, dann wäre ich an dieser Stelle. Das wäre also diese komplexe Zahl. Die zweite komplexe Zahl hat den Wert 1 minus i, minus i, 1 minus i. Das wäre diese. So, und jetzt kann man sich mal überlegen, als Ergebnis kommt raus 2 plus 3i. 2 plus 3i. Das ist das, was ich bei der Subtraktion erhalte. Ja, und jetzt erkennt man, man kann zuerst diesen Fall Z1 anwenden und dann Z2, aber in umgekehrter Orientierung. Also nicht in diese Richtung, wie er normalerweise läuft, sondern wir gehen in die entgegengesetzte Orientierung hinein und landen dort, wo wir es eigentlich erwarten. Also bei der Subtraktion wird die zweite Zahl, eben die, die subtrahiert wird, mit umgekehrter Pfeilrichtung an den ersten Pfeil rangesetzt und dann kommt man zum neuen Ergebnis. Auch hier noch ein kurzes zweites Beispiel. Z1 könnte zum Beispiel 5i sein, also ohne Realteil, das geht ja auch. Und Z2 hätte vielleicht minus 2 minus 3i. Und dann rechnen wir Z1 minus Z2 ist gleich 5i minus jetzt die Klammer, die komplette Z2 wird eingeklammert. Nächster Schritt ist das Minus vor der Klammer auflösen, also die Klammer auflösen mit dem Minus davor. Aus Minus Minus wird plus 2, aus Minus Minus wird plus 3i. Ja, und dann haben wir 2 plus 5i plus 3i, 2 plus 8i. Soweit zur Subtraktion.